Willkommen zu Part 8 von Fallout 4. Und ich verspreche euch, wir machen jetzt mit der Geschichte weiter. Ich hole mir die Lasermuskete, Hund. Und die ganzen Dinger da. Fusionszellen können wir immer brauchen. Dann gucken wir mal Minuteman. Das ist ein Minuteman gewesen. Tut mir leid für dich. Ach so, das sind hier Menschen, die zu Staub geworden sind. Dann hat der mit Sicherheit auch was verloren. Ja, super. Das ist ja klasse. Der hat auch schon bessere Tage hinter sich gedacht. Lederkombi nehmen wir auch mit. Die kann er ja nicht mehr gebrauchen. Ansonsten ist da keiner mehr, den wir ausrauben könnten. Jetzt noch ganz kurz, halt. Da funkelt ja immer noch was. Den haben wir aber definitiv zerstört. Also nicht wir, sondern... Dann lass mich den Pip-Boy öffnen. Level up. Oh man, immer das Gleiche. Jetzt gucken wir uns mal diese besonderen Dinger an. Gehen wir die mal kurz durch. Eisenfaust. Kanalisiere dein Chi, um eine zerstörerische Wut zu entfesseln. Waffenlose Angriffe fügen deinem Gegner 20% mehr Schaden zu. Nein. Langfinger, deine flinken Hände und langen Finger machen Taschendiebstähle um 25% einfacher. Ja. Jetzt kannst du richtig einstecken. Du erhältst sofort plus 10 Schadensresistenz. Härte. Das ist schon mal sehr gut. Meisterhändler, du beherrschst die Kunst des Handelns beim Kaufen und Verkaufen beim Händlern. Erzielst du bessere Preise. Bands. Lass dich von Voltec leiten. Der Weg zum nächstgelegenen Questziel wird im Bats angezeigt. Oder Patz. V-A-T-S. Egal. Revolverheld, kanalisiere deinen Geist des Wilden Westens. Nicht atomarisch. Auto. Nochmal. Ich immer mit meinem Atom. Nicht automatische Pistolen verursachen 20% mehr Schaden. Schatzsuche. Du weißt, wie man an die verborgenen Reichtümer des Ödlands kommt und findest mehr Kordonkorken in Behältern. Schnorrer. Du weißt, wie man plündert, um weiterzukämpfen und findest mehr Munition in Behältern. Das brauche ich nicht. Kommando. Hartes Kampftraining führt dazu, dass automatische Waffen 20% mehr Schaden verursachen. Arzt. Ist hier irgendwo ein Arzt? Stimpaks stellen 50% verlorene Gesundheit wieder her und Redaway entfernen noch mehr Strahlung. Lady Killer. Du bist charmant und gefährlich. Frauen erleiden 5% mehr Schaden im Kampf und sind in Dialogen einfach zu überreden. Mehr vielleicht für später nicht schlecht. Bleimagen. Dein Verdauungstrakt hat sich an die Eigenarten des Ödlands angepasst. Du nimmst weniger Strahlung durch Essen und Trinken auf. Gewehrschütze bleibt tödlich auch aus der Ferne. Angriffe mit nicht-automatischen Gewehren verursachen 20% mehr Schaden. Erste Liga, streng dich richtig an, deine Nahkampfwaffen verursachen 20% mehr Schaden. Rüstmeister, Aufmerksamkeit, Lebensspender, das wäre natürlich genial. Du bist die Vitalität in Person und erhältst sofort 20 plus 20 maximale Gesundheit. Wer braucht schon Freunde? Nee, das will ich nicht. Ich brauche Freunde. Ich hätte gern Begleiter. Ohne Pflaume, glaube ich, schaffe ich es nicht. Werde zu einem Flüstern, werde zum Schatten. Du bist beim Schleichen 20% schwerer zu entdecken. Blutiger Tod. Bonusschaden lässt Feinde gelegentlich zu einer blutigen Masse explodieren. Vorsicht vor umherfliegenden Augäpfeln. Den mysteriösen Fremden, den will ich auch unbedingt haben. Wer ist das? Warum hilft er? Wen interessiert das? Der mysteriöse Fremde erscheint gelegentlich im Wetz und hilft dir mit tödlicher Effizienz. Den, glaube ich, holen wir uns das nächste Mal. Sandmann, Hacker. Hacker wäre auch nicht schlecht. Kampfhund. Das wäre natürlich auch praktisch. Medikamentresistent. Schlossknacker. Das wäre natürlich auch genial, wenn wir das mal wieder machen.
Weil dann könnten wir bessere Sachen. Ich kann mich nicht entscheiden, was ist das? Durch viel Übung und Erfahrung verursachen schwere Waffen 20% mehr Schaden. Also entweder wir holen uns Härte. Was gibt's denn da? Nee, entweder Härte, 20 Schadensresistenz oder maximale Gesundheit. Ich glaube, ich hole mir, ja. Wir haben uns jetzt maximale Gesundheit geholt. Und gucken gleich mal, ob wir eine bessere Ausrüstung haben. Das wäre grundsätzlich mal gar nicht so schlecht. Aber dann haben wir alles andere nicht mehr an. Lederrüstung. Lässiges Outfit. Raiderrüstung. Linker Arm. Sackkapuze. Setz mal auf. Schutzhelm. Lassen wir mal den Schutzhelm drauf. Nee, da fehlen uns einfach noch zu viele. Das bringt uns nichts. Schutzhelm, der ist einfach besser. Gucken wir uns mal kurz an. Oh, das sieht ja top aus. Das sehen wir aus wie ein psychopathischer, komischer, freakiger Footballspieler. Egal. Wir finden definitiv noch bessere Sachen. Da drin geht die Schießerei noch los. Oder besser gesagt weiter los. Ups. Jetzt holen wir uns erstmal Molotow-Cocktail, Splittermine, Lasermuskete, Schlagstock. R1 Favoriten, den hauen wir jetzt mal da drauf. Und den Schlagstock könnten wir theoretisch
Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. So. Was machen wir da jetzt? Smoke. Voice. Clues. Units. Cause. Herbs. Whole. Every. Boah, das ist natürlich wieder. Guess. Ein Treffer. Gut. Das könnte sein. Das könnte. Ne, das wären dann zwei. Das heißt, die fallen schon mal weg. Dann könnte es das sein. Herbs. Könnte es auch sein. Level 9. Obwohl, Level könnte es auch sein. Los, das nicht. Voice, Smoke. Cool. Ha! Sehr geil. Sicherheitstor entriegeln. Das ist entriegelt. Ja. Juhu. Dann holen wir uns den Fusionskern. Sonst gibt es hier nichts mehr zu stibitzen. Nö, dann gehen wir weiter. Da waren wir schon, da gab es nichts. Sehe ich keinen. Springmesser, und den ganzen Scheiß nehmen wir mit. Der Hund ärgert sich schon wieder. Das heißt, hier sind die. Nicht Dev, das sage ich nicht mehr. Das sind auf jeden Fall Gegner. Der Hund kann es nicht lassen. Du schießt nicht meinen Hund, du Penner. Stirb du. Der arme Hund, seht euch den armen Hund an. Solche Penner. Voll die Tierquäler. Das waren sie zumindest mal. Pflaume, dir geht's gut, oder? Pflaume, geht's gut. Wir haben uns gleich mal wieder das restliche Zeug geholt. Dann gucken wir doch mal, ob wir jetzt schon was Besseres haben. Nein? In der Raider-Rüstung haben wir jetzt ziemlich viel schon. Gut. Dann gucken wir uns den Rest hier mal an. Da sind ja auch einige Wesen zu Staub zerfallen. Oder
Auch nicht. Achso, das war der da oben. Den kann ich aber von hier aus. Das ist ja praktisch. Weil er da drauf gefallen ist. Der schwebt also in der Luft. Es gibt also auch Seelen und Geister in Fallout. Das seht ihr ja hier. Hier schwebt seine Seele. Scherz beiseite. Wir rauben den ganzen Müll aus. Dass so viel Spaß macht. Und ein Paillettenkleid. Das ziehen wir später mal an. Das sieht bestimmt lustig aus. Sonst noch was zum Stibitzen. Meinen Ventilator. Was ist hier? Vorkriegsgeld. Braucht man eh nicht mehr eigentlich, aber egal. Hallo ihr da. Wie geht's euch denn so? Seht ihr alle noch richtig fresh aus? Oh. Tut mir leid. Das war keine Absicht. Wollte ich nicht. Pflaume. Was hast du denn? Jetzt haben wir alles ausgeraubt. Also wir können auch weiterlatschen. Gleich mal nachladen. Ich komme rein und ich ziehe jedem einzelnen von euch die Haut ab. Komm schon, wir gehen nirgendwo hin. Und wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Hörst du? Ich gehe mal spazieren. Aber ich komme wieder. Ich habe ihn natürlich nicht erwischt. Der andere. Okay. Der andere ist schon gestorben. Ich weiß nicht weshalb. Gibt's noch so viel auszurauben. Ich hoffe, wir werden jetzt da nicht zu schwer. Weil wir sonst langsamer gehen. Das wäre ja sehr doof. Das wollen wir ja nicht. In den Aktenschränken ist irgendwie gar nichts drin. Das ist voll traurig. Da waren wir. Da sind wir gerade durchgelatscht. Gut, dann gehen wir mal zu den Siedlern. Hallo ihr. Ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey, von den Minutemen des Commonwealth. Nee. Ich helfe gern. Wenn das stimmt, könnten wir noch etwas Hilfe gebrauchen. Wie du siehst, haben wir ja ein paar Probleme. Gottverdammt. Bitte, erzähl weiter. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Zuerst die Ghule in Lexington. Und jetzt diese Scheiße. Tut mir leid. Klingt hart. Danke. Es ist schön, jemanden zu treffen, dem es nicht gleichgültig ist. Wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Eine gute Idee kann einiges bewegen. Sturges, sag sie. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45-Power-Rüstung fürs Militär. Was macht diese Power-Rüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westtech. In dem Schätzchen ist super das neue Normal. Du bist stärker, zäher, immun gegen Strahlung. Und mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen.
dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Könnte funktionieren. Es wird funktionieren, wenn wir den Anzug reaktivieren können. Der hat keinen Saft, wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden, aber wir stecken fest. Also, wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK, einen Standard-Fusionskern, eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und wir aber wissen, wir wo man nicht findet. An das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Ich habe den Fusionskern schon geholt. Kann losgehen. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Ja. Jawohl. Den nehmen wir uns mit. Nehmen wir alles mit, die Kaffeetasse. Die stibitzen wir uns auch. Nächsten Dinge. Ob's dir gefällt oder nicht. Fragbare Kaffeetasse. Das sind so viele Kaffeetassen. Du bist nicht das, was Darkmeat in diesem Viertel. Vorsicht, Kind. Es kommt was. Und es ist wütend. Bingo. Eine Wahrnehmungswackelpuppe. Puppe, nicht Pudding. Wahrnehmung wurde dauerhaft um 1 erhöht. Dauerhaft. Was ist denn los? Gehörst du zum Rettungsteam? Nicht zu deinem, Schätzchen. Giftzwerg. Willst du heute sterben? So, Mama Nein, Murphy, Mann. Lass uns also quatschen. Wen hat Darkmeat uns denn da gebracht? Er ist also dein Hund? Oh, er ist nicht mein Hund, nein. Darkmeat ist absolut eigenständig. Einen solch freien Geist kann man nicht besitzen. Er sucht sich seine Freunde aus und bleibt bei ihnen. So wie bei dir. Ich habe es gesehen. Du hast es gesehen? Das sind die Camps, Kid. Sie verleihen der alten Mama Murphy das dritte Auge. Schon seit ich denken kann. Was ist das dritte Auge? Ich kann ein bisschen von dem sehen, was war und sein wird. Und sogar von dem, was gerade ist. Und jetzt gerade sehe ich, dass etwas kommt. Angezogen von dem Lärm und dem Chaos. Und es ist wütend. Was ist es? Mama Murphy, ich muss noch mehr wissen. Bitte. Tut mir leid, Kind, aber ich weiß es nicht. Das dritte Auge sieht nicht immer klar. Aber glaub mir, ein Raider ist es nicht. Aber jetzt bin ich müde. Und wenn ich mich nicht irre, hast du einen Auftrag zu erledigen. Beeil dich. Wenn die nochmal angreifen, kann ich sie nicht aufhalten. Wir können doch nicht hier drin bleiben. Das ist lächerlich. Jemand muss was unternehmen. Gut, die sind mir alle zu hysterisch. Dann machen wir doch gleich mal unser Lichtchen an. Wenn wir das doch mal haben. Können wir eigentlich anlassen für eine kurze Zeit. Sehen wir nämlich alles. Schicke Haarbürste. Geil. Wollte ich unbedingt haben. Schon immer mal. Da wollte ich eigentlich noch nicht hin, habe ich gesagt.
Egal. Und es ist natürlich auch noch dunkel jetzt. Das passt ja perfekt. Die Kronkorken, die holen wir uns noch. Wie viel Uhr ist es denn? Kurz überlegen, wo könnte das stehen? Vielleicht bei der Karte. 10:02 Uhr abends. Toll. Da gehen wir jetzt nochmal rein. Und gucken, ob es oben noch was gibt. Kann man da nicht die Treppe noch hochgehen? Nee, wir sind schon ganz oben, da ist ja das Flugzeug. Gut. Dann sind wir jetzt bei der Power-Rüstung sozusagen. Und an der Stelle hören wir jetzt auch auf. Like, kommentiert, abonniert, ihr kennt das Ganze. Danke für alles, was ihr tun werdet und tut. Bis zum nächsten Part.